Guten Morgen, Leute. Heute ist wieder ein neuer Tag und wir fahren heute zu unserer Uroma, weil dort findet eine Totenwache statt. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Ja, und wir besuchen sie dort und besuchen die Familie dort und ja, verbringen halt Zeit mit der Familie. Und Juliane und Alex werden hier zu Hause bleiben, weil ich glaube, für die ist es so, die können sich nicht so... Die kennen die ganzen Leute dort nicht und ich dachte, vielleicht können die ihr eigenes Ding machen. Keine Ahnung, essen gehen, ein bisschen oder keine Ahnung, irgendwas machen. Ich weiß nicht, was die machen werden, aber ja. Und ich werde dann mit Oma, Opa, Tante Stella dann zur Uroma fahren und ja. Das steht heute an, bisschen Family Time. Gestern waren wir auf Samal und zwar sind wir nach Sikdia gefahren, Bumbums Geburtstag gefeiert. Der ist ja 15 geworden. Ich habe vergessen aufzunehmen, wie wir gesungen haben. Das war der Knüller, ey. Alle haben es nicht gecheckt. Why? Happy Birthday! Und ja, haben eine Island Hopping Tour gemacht. Guck mal, wie schön das Wasser ist. Guck mal, es ist richtig klar. Man kann die Korallen richtig sehen. Guck mal. Wow, das hier ist Talikot Island. Guckt euch schon mal. Guck mal, man sieht schon weiße Strände. Richtig geil. Opa wusste wieder nicht, wie er sich anschnallen soll. Beziehungsweise, doch, er hat es dann irgendwann rausgefunden. Oh, warte, er lernt dazu. Guck mal. Krass. Oh. Er schneidet sich an. Er hat gelernt. Let's go. Dior-Brille. Genau, das haben wir gemacht. Wir sind mit der Fähre gefahren. Seine Brille aufgesetzt. Es geht jetzt auf die Fähre, damit wir auf Samal kommen. Und der ist unser Manager. Manager-Opa. Der sieht richtig VIP gerade aus. Ich habe so geile Muscheln gesehen, so riesen Muscheln. Das war echt krass. Also ich habe das irgendwie, keine Ahnung, ich kenne das nur aus Film, aber immer ein Zeichentrick. Und das wirklich in echt zu sehen, das war schon krass, mit einer Perle drin. Einmal habe ich eine gesehen, die hatte eine Perle drin. Aber wir durften die nicht holen. Beziehungsweise, wenn sich eine Hand quasi nähert, dann geht die so zu. Und die haben anscheinend voll die Kraft. Deswegen habe ich mich auch nicht getraut. Und die waren auch außerdem voll tief unten. Also wir haben es so von oben sehen können, aber die waren eigentlich voll tief unten. Und ja, ich habe einen Seestern gesehen, der gerade einen Krebs gefressen hat. Das war auch interessant. Also wir hatten echt coole Schnorchelmomente. Das Einzige, was ein bisschen scheiße war am Ende, war der Wellengang so hoch, dass unser Boot die ganze Zeit in diese Wellen gekracht ist und es tat richtig weh. So viel zum gestrigen Tag. Heute, genau, fahren jetzt demnächst los. Versuchen wieder alle ins Auto reinzuquetschen. Mal schauen, ob es klappt. Und ja, ich ziehe mich jetzt mal um. Ich schminke gerade meine Tante, weil die ist voll auch so in Schminke. Into Schminke. Und die will sich jetzt heute von mir schminken lassen. Wir holen jetzt Blumen für Oma. Ate. Hallo. Ya,
Mama Crisanta. After 15 years, changed a bit something. Also Opa war jetzt hier. Und ich habe ihn. Iro, na Iro. Hala na idog. Iro. Maligsan. Na Iro. Geiler Scheiß, Leute, wir haben endlich Dorians gekauft und morgen werden wir wieder kaufen und übermorgen werden wir wieder kaufen. Ey, das ist so geil, wir haben nicht einen Stand gefunden und die verkaufen die Dorians für 2 Euro umgerechnet pro Kilo, also das sind 100 Pesos pro Kilo und das geht, also preislich geht das voll für die Jahreszeit, weil eigentlich ist noch keine Dorian-Jahreszeit. Also die Durian-Saison ist erst so im Juli oder August, aber wir haben einen Durian-Stand gefunden, der stand so, war einfach nur an der Straße und der hat die für 100 Pesos pro Kilo verkauft. Voll gut. Wir haben insgesamt 4 gekauft, eine haben wir schon gekillt und die sind richtig delizioso. Und jetzt essen wir erstmal normal, also Reis mit Barbecue und dann gibt's Dessert. Ja. Wir gucken gerade Beanie Beanie Philippines. Hier wird die nächste Miss Philippines gesucht, um dann Philippines Miss Universe zu vertreten. Und Lola, zeig uns mal deinen Lauf. Sige pagpasa raban. Kabalo ka? Sige la. Miss Universe. Sige. Beanie Beanie. Contestant number 1, Estrella Carpisano from San Isidro, Davao Oriental. Sige na, paso na lo, la, paso na, sige, sige. Sige, sige, wala na. Ana, magpaso, ana, ana dali. Sige, paso na. Vini Vini contestant number 1 from San Isidro, Davao Oriental. Okay, das war Omas Lauf. Okay, and next, contestant number 3, Estela Canso from General Santos. Number 1 Oh. Also unsere Favoritin bisher ist Contestant Nummer 1. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt und woher sie kommt. Das ist einfach auf jeden Fall Contestant Nummer 1. Ich finde aber alle sehen irgendwie gleich aus. Deswegen kann ich irgendwie gar nicht irgendwie sagen, wer jetzt hier gut ist und wer nicht. Wir kamen übrigens gerade vom Kino, deswegen auch so warm angezogen mit Jacke und Pulli und so. Wir haben den Film Game Night geschaut. Auf jeden Fall empfehlenswert, richtig lustig. Ich muss voll oft lachen. Das kommt echt selten vor. Aber weil da so viele schadenfrohe Sachen passiert sind und ich bin so schadenfroh, leider. Ich muss immer lachen bei sowas. Genau, Game Night. Auf jeden Fall voll cool. Ich weiß halt nur nicht, ob es auf Deutsch auch Game Night heißt. Heißt auch Game Night? Ich dachte vielleicht so, der Spielabend. Nee. Ja. Riech ich fertig aus. Bin nämlich gerade eben eingepennt. Meine Mascara. Komplett abgeschmiert. Ich habe jetzt hier ein schlimmeres Problem. Und zwar kämpfe ich eigentlich schon die ganze Zeit mit dieser fucking Kakerlake. Das ist eine Kakerlake. Und ich habe mich so erschrocken. Die ist an meinem Handtuch. Warum ist sie so feucht? Die sieht so feucht aus. Fucking Kakerlake, Alter. Leave me alone. Mann, ey. Und ich finde keinen Spray, kein Kakerlaken-Spray. Gott. Ah! Ist sie jetzt? Da drin? Nein. Wo ist die hin? Komm, da ist die. Da, da. Okay. Da ist die. Da. Fuck. Die sind da. Hinter der Tür.
Oh Gott. Nicht in meinen Koffer. Die ist jetzt unter meinem Koffer. Da. Und da vorne. Oh mein Gott. Oh Gott, die hat irgendwas im Mund. Oh mein Gott, die macht Geräusche. Fucking shit. Okay. Wie geht diese Tür auf? Raus. Oh mein Gott, Halleluja, die ist draußen. Halleluja. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, die ist draußen. Und ich sehe aus wie so eine Verrückte. Aber die hat mich die ganze Zeit verrückt gemacht. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Ich habe niemanden getötet. Also an alle Krakelackenliebhaber da draußen. Ich habe sie nicht getötet. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.